Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuen Sternzeichenlegungen. Mein Name ist Claudia, ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Und es geht hier in diesem Video darum, dass wenn du die Sonne im Fisch hast, den Aszendenten oder den Mond, dann bist du hier natürlich genau richtig. Es ist eine allgemeine Legung, kann mit dir resonieren, muss nicht. Und ich freue mich natürlich über jeden, der zuschaut. Also solltest du für jemand anders zuschauen, dann bist du natürlich auch herzlich willkommen. Diejenigen, die mitbekommen haben, dass ich dass ich zwischenzeitlich aufgehört hatte mit den Sternzeichenlegungen zumindest, werden sich vielleicht ein bisschen wundern, aber ich habe doch irgendwie den Impuls gehabt, in letzter Zeit häufiger und intensiver die Sternzeichen wieder mit reinzunehmen und deswegen mache ich das ab jetzt auch wieder. Ja, die sind allerdings nicht ganz so wie beim letzten Mal, sondern sie sind etwas kürzer, die Legungen, und du kannst allerdings auch natürlich sehr gerne E-Mail-Adresse, Kontaktadresse ist unten in der Videobeschreibung, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben und wir finden dann einen Termin, dann mache ich dir eine persönliche Legung, du kannst auch eine numerologische Analyse bekommen, whatever you want, was auch immer dein Begehr ist, schreib mich gerne an, wie gesagt. So, hatte ich dir gesagt, dass die Karten alle in der Videobeschreibung sind? Ich weiß es nicht. Okay, kann sein. So würde ich sagen, legen wir mal los. In den turbulenten Zeiten, dieses Deck kommt gleich zum Einsatz. Und dieses Deck nehme ich jetzt, weil ich jetzt gerne für die Fische, Sonne, Mond, Aszendent, für den Monat Februar 2024 eine Signifikator hier haben möchte, eine Überschrift für den Monat. Schauen wir mal, was hier für die Fische, Sonne, Mond, Aszendent für den Monat Februar 24 herauskommt. Welche Botschaft, was ist das? Die zeigt sich hier so. Der Neumond, okay, das ist jetzt eine Sonderkarte in diesem Tarot. Und hier geht es um etwas Neues, um einen Neustart, um einen Impuls für etwas Neues. Das ist natürlich auch eine schöne Energie, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir doch mal, wie das hier weitergeht für die Fische. Also, es kann sein, wie gesagt, dass es um einen grundsätzlichen Neustart für irgendetwas geht, wo du gerade sagst, ich habe hier das Thema, der andere hat jenes Thema und so weiter. Also, irgendetwas war bezogen auf. Es ist ein beliebiges Thema. Du kannst eventuell auch mal schauen, der nächste Neumond, in welchem Haus der stattfindet, in welchem Sternzeichen der stattfindet. Und da kannst du vielleicht auch noch den ein oder anderen Impuls dir holen und mal schauen, ob das mit dir resoniert, weil die Häuser haben ja alle Eigenschaften und da guckst du mal, in welchem Haus das stattfindet. Vielleicht ist das genau das, was für dich dann maßgeblich ist. Okay, was haben wir noch? Fische, Sonne, Mond, Aszendent für den Monat Februar 2024. Auf jeden Fall hat der Neumond immer was mit was Neuem zu tun, mit Impulsen, Neustart, Energie. Sehr spannend auf jeden Fall. Fische und eine möchte ich noch hier. Diese. So, solltest du die Widderlegung gesehen haben, wirst du vielleicht bemerkt haben, dass ich vergessen habe, den unteren Kartenrand mir anzuschauen. Ja, das ist mir tatsächlich schlichtweg entfleucht. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht war das nicht so wichtig. Die Karte, die da lag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es mir erst hinterher aufgefallen. Ich glaube aber nicht, dass mir das passiert. Alle anderen habe ich bisher immer, bei anderen habe ich dran gedacht. So. Schauen wir mal. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal die neun Kelche. Das geht doch schon mal gut los. Dann haben wir die zwei der Kelche. Auch sehr schön. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Dann haben wir die vier der Kelche. Okay. Dann haben wir die acht der Münzen. Und zum Schluss, last but not least, die zehn Münzen. Das ist doch mal sehr schön. Okay, also der Neustart, der Neuimpuls, die Neuwerdung, was auch immer es bei dir ist, das ist das, was im Februar Programm ist. Es kann ein ganz neues Projekt sein. Es kann eine neue Wohnung betreffen, eine neue Arbeitsstelle, es kann auch eine neue Beziehung betreffen, weil wir hier, das nehme ich mal jetzt mal so vorweg, wir haben hier die zwei der Kelche und das spricht immer für eine Seelenpartnerschaft oder auch wenn du halt, wenn es bei dir nicht um Partnerschaft geht, das ist die Verbindung mit dir selbst, mit deinem höheren Selbst, du und deine Anbindung und die Verbindung an das Göttliche und das ist sehr, sehr, sehr schön, sehr tief. Wir haben mit den neun Kelchen natürlich eine sehr erfüllende Energie, weil neun Kelche, zehn Kelche ist das höchste, neun Kelche ist auch schon eine ganze Menge. Und da geht es wirklich auch darum, dass man in sich schon einfach sehr
erfüllt ist. Also da ist ein Riesenpotenzial. Das ist eine sehr, sehr angenehme, weiche, schöne Energie. Man könnte bei der Karte sagen, Genuss steht im Vordergrund. Hier geht es um Lebensgenuss auch. Also sehr, sehr, sehr schön. So, und das ist etwas, lass mal kurz gucken, was du unter Umständen mit jemandem zusammen genießt. Also diese ganze Lebensfülle und so weiter. Kann sein, dass du deinen Seelenpartner im Februar findest, gefunden hast, einfach mit dem Menschen deiner Wahl einfach eine wunderschöne Zeit hast, dass es Menschen gibt, die vielleicht gar nicht, wo es kein Seelenpartner ist, aber wo es ein tiefes Verstehen ist mit einer Freundin, mit einem Freund, mit Familie, mit wem auch immer, auf jeden Fall eine tiefe Verbundenheit fühlen und das Leben genießen, ist hier so die Botschaft. Und wir haben mit den vier Kelchen allerdings, jetzt geht das leider nicht so weiter, allerdings auch die Karte des Verdrusses. Also hier läuft irgendetwas nicht so ganz rund. Weil es möglich, vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, ah, das reicht mir noch nicht, das ist ein bisschen die Schmollkarte, das ist so gelangweilt sein, das ist, ach, das entwickelt sich alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Und ja, im Grunde alles schön, aber es scheint auch so zu sein, dass hier irgendetwas neu werden darf. Also vielleicht ist das, was bisher so gelebt wurde bei dir, zwar ganz angenehm und ganz nett, aber vielleicht fehlt dir irgendetwas. Du bist irgendwie nicht so richtig erfüllt. Deswegen vielleicht nur 9 Kelche und nicht 10 Kelche. Und wir haben mit den 8 Monden, mit den 8 Münzen auch eine Karte des Lehrlings. Das heißt also, irgendetwas soll hier verändert, verbessert werden, auf eine nächsthöhere Stufe gebracht werden. Möglicherweise vom Gefühl, von dem reichhaltigen Gefühl auch in die Materie gebracht werden, dass hier Dinge mit Hand und Fuß stattfinden, dass man dranbleibt, dass man diszipliniert ist, dass man gemeinsam vielleicht ein neues Projekt angeht. Vielleicht bist du schon dabei, aber das geht nicht so, wie man es gerne möchte. Da hakelt noch ein bisschen was. Es geht nicht so schnell voran, wie man gerne möchte. Da brauchen wir natürlich ein bisschen Geduld dann. Und ja, und wichtig ist der Hinweis hier, es wird an etwas gearbeitet und es gilt darum, dran zu bleiben, weil wenn diese Arbeit fertig ist, also es geht bei der ersten Münze los und endet dann bei der achten, da ist dann letztendlich die Meisterschaft, die Gesellenprüfung, nenn es, wie du es willst. Also es geht darum, an etwas zu arbeiten, um letztlich auch da zu einem Ende zu kommen, ein Projekt zu beenden. Vielleicht wirklich mit jemandem etwas gemeinsam zu tun. Auf jeden Fall ist das, sieht das hier sehr, sehr schön aus, um letztendlich auch ein ganz reichhaltiges, positives Ergebnis zu bekommen. Also hier haben wir mit den 10 Münzen natürlich auch eine finanzielle Nummer unter Umständen, die sehr, sehr gut aussieht und wo ja, es eine sehr materiell auch erfüllende Geschichte werden kann, weil mehr Münzen geht halt nicht, ne? Und dann ist wirklich auf allen Ebenen für alle gesorgt. Also 10 Münzen ist schon mal ziemlich schick, würde ich sagen. Okay, dann gucke ich doch mal. Also es sind sehr schöne Aussichten, aber ich habe gerade gesehen, was am unteren Kartenrand ist. Uiuiuiui. So, ich würde mal sagen, mach's dir nicht so bequem auf deiner Wolke, weil wir haben ja den Teufel. Tödö. Ja. Und der Teufel, der spricht, guck mal, wie schön er schillert. Ich weiß nicht, ob man das eigentlich, ob man das so sehen kann. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, doch, da. Der Teufel, da geht's, ja, ich sag mal so, das ist das Ego, was einem da oftmals im Wege steht. Also möglicherweise gibt es da für dich Verstrickungen, möglicherweise gibt es für dich, ja, irgendwelche toxischen Vergangenheitsgeschichten, die noch am Werden sind, Glaubenssätze. Vielleicht hast du noch ein paar Dinge, die du erst bereinigen musst, bevor du wirklich so diese ganze Geschichte erleben kannst hier. Also da stehen, da sind die Zeichen hin. Aber es kann, ich habe gerade so den Satz, vielleicht lauert noch etwas im Untergrund, was du momentan noch nicht siehst. Etwas, was du nicht bedenkst. Etwas, was dich aber durchaus fesseln kann, was dich knebeln kann, was dich nicht frei sein lässt. Ich komme gerade auf so Sachen wie Finanzamt.
zum Beispiel. Also wenn du jetzt ein Business startest oder so und du bist jetzt ganz neu dabei und so weiter, dann hast du halt aber auch die Behörden mit im Gepäck, also Gewerbeamt vielleicht und eben wie gesagt Finanzamt und vielleicht gibt es da noch ein paar Dinge, die du nicht bedacht hast. Es gibt, ich hatte mal vor vielen Jahren in meiner selbstständigen Tätigkeit das Thema, dass ich in einer Mietswohnung mein Gewerbe ausgeübt hatte im Bereich Kosmetik und dazu so musste ich einen Bauantrag stellen, so komisch sich das anhört, weil, ja, warum auch immer, einen Bauantrag stellen, weil die Kunden halt auch die Treppe hoch mussten und so weiter und so fort. Also ich habe bis heute nicht verstanden, was das mit dem Bauantrag zu tun hat, ist mir aber auch egal. Muss ich auch nicht wissen, selbst wenn du jetzt in der Behörde arbeitest und die Antwort wüsstest. Also das war nur damals halt so, Bauantrag stellen. Und das sind alles Dinge, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Deswegen, also im Untergrund, weil hier, ne, auf der anderen Seite lauert vielleicht noch etwas, was du nicht bedenkst und was aber, wo noch die Freiheit eingeschränkt ist. Jetzt gucke ich hier nochmal drunter. Wir haben hier die Königin der Münzen. Also hier geht es darum, sich aber einfach darum zu kümmern, auch Verantwortung zu übernehmen, dran zu bleiben und aber unbeirrt auch den Weg zu gehen. Also Königsenergie ist natürlich sehr erhaben und das ist einfach mal, die übernimmt auch Verantwortung für das, was sie möchte und für ihre Schöpfungen und das, ja, das kann dann den Teufel auch nachher, wenn einem das danach auch bewusst wird, was ist da, also nicht locker lassen, sondern sich den Themen natürlich stellen. Ganz interessante Geschichte hier für den Teufel, für diese Geschichte. Also es sieht, also es ist alles im Prinzip alles tutti, alles schön, aber achte auf die, vielleicht auf das Kleingedruckte, wenn du einen Mietvertrag unterschreiben möchtest, achte auf das Kleingedruckte, dass du dich da nicht über den Tisch ziehen lässt und dass das nachher der Verhinderer ist, auf Dauer. Ja, da würde ich mal, ne, achte auf auf die Kleinigkeiten, achte auf die Details, auf die schmutzigen kleinen Details. Okay, was haben wir denn hier noch für die Fische? Also ich gebe es ehrlich zu, es irritiert mich ein bisschen mit dem Teufel hier, aber ja, das ist eben, wie gesagt, dieses Ding, dass wir manchmal halt Dinge nicht so richtig beachten, weil wir so enthusiastisch sind, weil wir so fröhlich sind. Und wenn du sehr spirituell unterwegs bist und sehr mit dem Herzen, dann bist du eh nicht unbedingt in dieser 3D-Matrix noch so richtig drin. Und dann kannst du mit diesem ganzen anderen Schlamassel da gar nicht mehr viel anfangen. Und dann ist es vielleicht so, dass man gar nicht so sehr bedenkt, dass da auch noch irgendwie mal eine Hand nach einem greift. Also, wie gesagt, alle Antennen nach oben stellen und genau prüfen, was jetzt zu tun ist. Weil wir haben hier Tendenzen und Impulse. Das heißt nicht, dass es so kommen muss, ne? Sondern hier ist eigentlich wirklich die Reihe richtig schön. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich dann einfach der. Ich kriege hier noch einen zweiten Impuls, dass das der Ausbruch ist. Also das hier, was jetzt hier für den Februar kommt, weil wir haben den Neumond. Das liegt dem Ganzen zugrunde. Also es kann sowohl als auch sein. Es kann sein, dass etwas im Untergrund liegt. Also für den einen oder anderen ist es sicherlich nicht verkehrt, den Tipp zu beherzigen, einfach auch aufs Kleingedruckte zu achten. Gerade wenn du in einem persönlichen Zweierjahr zum Beispiel bist, nur mal so als Hinweis. Beziehungsweise es kann auf der einen Seite das sein, auf der anderen Seite kann es sein, dass es hier diese Strukturen, diese alten Strukturen, diese toxischen Geschichten, die uns nicht mehr dienlich sind, da geht es jetzt einen Neuanfang zu machen, die hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu machen mit dem, was du wirklich willst, ne? Das Leben zu genießen, du, das mit anderen auch zu feiern und eben auch dein eigenes Ding auf die Straße zu bringen. Und wenn das halt mal nicht schnell genug geht, egal, bleib dran und ja. Das ist auch die andere Variante. Also die ist tatsächlich noch, die ist stimmiger, glaube ich sogar. Aber es kann beides sein. Es kann wirklich beides sein. Okay, dann schauen wir doch mal, was haben wir hier für die Fische? Sonne, Mond, Aszendent für den Februar 2024 noch für eine Botschaft. Let go of comparison. Embrace the unique you. 39. Okay, das ist schön. Lass die Vergleiche sein. Vergleich dich nicht immer mit anderen und komm dann zu dem Schluss, die wären besser, schöner, weiter oder was auch immer. Da haben wir hier den Hinweis tatsächlich auf den Teufel. Weil das sind diese alten Ego-Strukturen, diese Kleinhaltungsgeschichten,
sich selber klein zu halten und andere immer für toller und besser zu halten oder sonst was, sich selber zu sagen, man kann nichts, man ist nichts und so weiter. Embrace the unique you, umarme deine Einzigartigkeit. Dich gibt es nur einmal und das ist genau richtig so. Und du hast besondere Talente und Fähigkeiten und die gilt es anzuerkennen. Und all diese alten Muster, die dich davon abhalten, in deine wahre Größe zu kommen, die dürfen jetzt wirklich gehen. Und das sind diese toxischen Geschichten, die hier liegen. Das ist ja echt spannend. Ja, es kann beides sein. Sehr interessant. Okay, Fische, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was haben wir noch hier für eine Botschaft? Ich habe hier übrigens gerade noch, wo ich gerade auf die Karte schiele beim Mischen hier, auf die Let Go of Comparison. Die 39 gibt zusammen die 12. Und die 12 heißt Perspektivwechsel. Im Tarot ist die 12. Karte, im großen, der großen Arkana, der Gehängte, der spricht ja auch vom Perspektivwechsel. Und zusammengenommen, die 12 heißt auch dann raus aus dem Opferdenken, Opferbewusstsein. Man wäre Opfer der Umstände, man wäre Opfer von anderen, man wäre Opfer von. Das gilt es zu entlarven als nicht wahr und entsprechend ja, die Perspektive zu wechseln, sich selbst anzuerkennen und hier embrace the unique you, umarme dein wahres Selbst, dein einzigartiges Selbst, umarme dich selbst, mach das doch mal, schau mal, wie sich das anfühlt, fühl mal, wie sich das anfühlt. Man sagt immer, schau mal, ne? Okay, also die Fische. Was haben wir hier für eine Botschaft? Fische, Sonne, Mond, Aszendent für den Monat Februar 2024. Zwei Karten möchten kommen. Da haben wir einmal das 7. Haus, Waage, 7. Haus. Influence, Einfluss. Okay, hier haben wir Adam und Eva mit der Schlange. Das 7. Haus ist das Partnerschaftshaus übrigens. Und wir haben hier, welcher ist, wer ist denn das? Ich lasse es mal so stehen. Und dann haben wir das 8. Haus. Die Karte kam schon mal. Sonne im Skorpion. Okay, Moment. Ich muss hier mal ein bisschen beiseite rücken, weil hier kommt noch eine Karte. Also, spannend ist, dass wenn man 7 und 8 zusammenzählt, dass wir auch wieder 15 haben. Und der Teufel ist die 15. Karte. Ja, alte Muster, Opferbewusstsein liegt hier ganz dicht beisammen. Wir haben hier die Beeinflussung. Also entweder lässt du dich zu sehr beeinflussen, auch hier Teufel, ne? Von wem oder was auch immer. Hier ist natürlich, komm in deine Kraft, die Botschaft. Oder wenn der Einfluss positiv ist, vielleicht hast du ein wirklich schönes Miteinander. Wir haben ja auch die 2 der Kelche, wo es um einen wirklich schönen Austausch geht, wo man sich gegenseitig positiv beeinflusst. Auf jeden Fall haben wir hier mit dem Skorpion, Sonne im Skorpion im 8. Haus, die Transformation, die karmische Geschichte. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich diese Karte jetzt ziehe, hier in diesen Legungen. Und da geht es um Transformation natürlich. Da geht es auch darum, diese alten karmischen Verstrickungen endlich zu lösen, die auch der Teufel symbolisieren kann natürlich. Und da geht es um Spiritualität, um das Erkennen des wahren Selbst. Mit Skorpion haben wir auch immer Stirb- und Werdeprozesse. Ja, und sterben darf natürlich das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit, weil das immer Ego ist, in die eigene Kraft kommen. 3 und 9, wir haben hier die Vitalität, die aber dann auch beendet wird, weil die 9 ist die Karte der Beendigung, die Zahl der Beendigung, aber auch der Lösung, der Loslösung, des Lösen des Problems. Ja, und wenn wir das zusammenzählen, haben wir wieder 12 und 3. Und 3 spricht für Vitalität, für Lebensfreude, Kreativität, Spontanität und so weiter. Interessant. Das scheint auch für dich hier, es ist für uns alle ein interessanter Monat auf jeden Fall, der uns bevorsteht. Hier ist sehr viel Gefühl, passt natürlich super zu den Fischen, weil mit den Sternen, also Kelchen, haben wir natürlich immer auch eine Wasserqualität, heißt Fische, Krebs und Skorpionenergie. Skorpion haben wir hier nochmal, hier haben wir Waage, da geht es auch um Balance und um Ausgewogenheit. Also wenn du dich beeinflussen lässt, spür mal rein, ob das mit dir überhaupt in Resonanz ist oder ob du dich wieder überrennen lässt von jemand, der dir erzählt, was du zu tun und zu lassen hast. Es darf neu werden und natürlich zum Höchsten und Besten, ist ganz klar. So, was haben wir noch hier zum Schluss? Fische, Sonne, Mond, Aszendent für den Monat Februar. Nein,
Ich will hier keinen Stapel haben. Oh, eine Karte. Die möchte. Die 62, die Turtle Spirit. Slow and steady wins the race. Na, guck mal an. Also, wir haben hier das Pendant sozusagen zu den 8 Münzen. Also, wenn man langsam und stetig dabei ist, dann gewinnt man das Rennen. Das ist doch eine sehr, sehr schöne Karte, wie ich finde. So, jetzt gucke ich auch noch mal, was denn die Schildkröte hier noch zu vermelden hat. Also auf Deutsch übersetzt heißt das hier, langsam kommt man auch ans Ziel. Die Botschaft des Orakels: Wenn du tust, was du zu tun hast, einen Fuß vor den anderen setzt und darauf vertraust, dass du deine Vorsätze im perfekten Zeitmaß verwirklicht siehst, dann werden Wohlergehen und Liebe in deinem Leben einen immer größeren Raum einnehmen. Das ist es, was dir der Geist der Schildkröte jetzt sagen will. Es ist nicht die Zeit, um herumzujagen und zu versuchen, die Dinge zu forcieren. Bewege dich langsam, vielleicht sogar so langsam, dass es sich fast so anfühlt, als kämest du nicht vom Fleck. Vielleicht musst du auch erst einmal kriechen, bevor du laufen kannst, und dir Zeit nehmen, um dich dem Tempo des Schildkrötengeistes anzupassen. Sieh dich um auf dem Weg, auf dem du bist, und tue, was in diesem kurzen Augenblick, der so bald vergangen sein wird, für dich zu tun ist. Der Geist der Schildkröte erinnert dich daran, dass es manchmal am besten ist, langsam zu machen. Wenn du also das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, dann wisse, dass es wichtiger sein kann, einfach des Geschehens um dich herum gewahr zu sein, um zu erkennen, ob du auf dem Absatz kehrt machen oder weiter einen Fuß vor den anderen setzen sollst. Wahre Liebe und wahrer Erfolg brauchen Geduld, sagt der Schildkrötengeist. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt und der nächste Schritt wird sich dir offenbaren. Und damit, ihr Lieben, habe ich tatsächlich auch nichts mehr zu sagen. Das war doch ein wundervolles Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Du es gerne bitte likest, kommentierst, Kanal abonnierst, damit ich auch weiter diese Videos machen kann. Das unterstützt mich sehr. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich alles Liebe. Namaste.